Für das Thema der Zentrierung ist es wichtig, dass du den Unterschied kennst zwischen dem Fühlen und dem Spüren. Du kannst im Grunde merken, immer dann, wenn Informationen, Reize von außen auf dich zukommen, dann kannst du das fühlen. Wenn Informationen und Reize aber von innen heraus hochkommen, dann kannst du das spüren. Und genau zu dem Thema gibt es heute wieder einen super einfachen Trick dazu. Ich wünsche dir viel Spaß damit und ja, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast und du keine weiteren Videos verpassen möchtest, kann ich auf jeden Fall wie jeder andere YouTuber empfehlen, den Abo-Button zu drücken und die Glocke daneben. Bis gleich. Der Schlüssel für die Zentrierung liegt in der subtilen Selbstwahrnehmung. Immer dann, wenn wir unseren physischen Körper nämlich nicht mehr spüren, verlieren wir unsere innere Mitte. In der Übung geht es darum, sich in drei verschiedene Punkte zurückzuatmen. Das Zentrum der Zentrierung befindet sich im Unterbauch, kurz unter dem Bauchnabel. In China wird es als das untere Dantian bezeichnet und in Japan als das Hara. Es ist die Mitte, wo Himmel und Erde sich verbinden, der Ort, wo universelle Wirkkräfte sich verdichten und eine Einheit bilden. Wenn du es geschafft hast, dich in deinen Unterbauch zu atmen, kannst du weiter in die Sakrumgegend gehen. Atme dich ganz entspannt in dein Kreuzbein zurück. Spüre dich ein. Und wenn du eine Verbindung zu deinem Kreuzbein spüren kannst, wandere gerne weiter zu deinen beiden Füßen. Spüre dich nun in deine beiden Füße ein. Deine beiden Füße sind fest verankert und mit dem Untergrund verbunden. Mit jeder Ausatmung nimmt das Gewicht an beiden Füßen zu. Dein oberer Körper wird leichter und dein unterer Körper wird im Kontrast dazu schwerer und stabiler. Alle drei Punkte separat spüren kannst, nehmen wir sie zum Abschluss im Trio wahr. Nochmal alle Punkte zusammengefasst. Zuallererst spüren wir uns ein in das Bauchzentrum, dann ins Steißbein und dann zum Schluss in die Füße. Dann, wenn du jeden einzelnen Bereich einzeln spüren kannst, dann kannst du versuchen, alles im Trio noch einmal wahrzunehmen. Und im Grunde reicht es eigentlich aus, wenn du nur einen Punkt von diesen drei Punkten im Laufe des Tages noch wahrnehmen kannst. Falls du noch Fragen hast, Anregungen, Videowünsche, schreib das gerne wiederholt in die Kommentare, dann gehe ich gerne darauf ein. Ansonsten, ja, freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin.